Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten Knotenpotenzialanalyse an diesem Beispiel angewendet. Wollen wir hier mal aufstellen, also eine Matrix aufstellen mit Hilfe der Knotenpotenzialanalyse, um dieses Netzwerk hier zu lösen. Gut, den ersten Punkt, ich habe hier mal so eine Liste hingeschrieben, wie man hier vorgehen muss. Der erste Punkt ist, alle Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln. Bei dieser Aufgabe hier ist alles eine Stromquelle. Das passt perfekt, also diesen Punkt können wir schon mal hier einen Haken machen. Dann, das nächste ist Knoten und Nummerieren. Und da muss man so vorgehen. Also man sucht sich zuerst einen Bezugsknoten, der von möglichst vielen Widerständen besucht wird oder angeschlossen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Knoten ansieht, sieht man, okay, 1, 2, 3, also 2 Widerstände. Dieser Knoten, 3 Widerstände, dieser Knoten, 2 Widerstände. Dieser Knoten, das ist ja ein großer hier unten, von 3 Widerständen. Also wird sich dieser Knoten hier unten ideal eignen hier als Bezugsknoten. Ich markiere den mal. Also hier, das ist unser Bezugsknoten mit der Nummer 0. So, und dann geht man her, dann macht man hier Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. Und so ein kleiner Hinweis, das Knotenpotenzialverfahren macht eigentlich erst Sinn bei 3 Knoten. Bei 2 ist, ja, kann man es auch machen, aber ich würde es bei 3 erst empfehlen. Gut, so, dann Knoten nummerieren haben wir. Jetzt müssen wir eine Art Matrix aufstellen. Diese Matrix sieht so aus. Hier haben wir die Spannungen. Die Spannung U10, U20, U30. Jetzt große Frage, was bedeutet U10, U20, U30? Das bedeutet die Spannung von dem ersten Knoten auf meinen Bezugsknoten 0. U20 bedeutet vom zweiten Knoten auf meinen Bezugsknoten 0. Ich mache hier mal so einen Dings her. So, und dann von 3, somit hier U30. So, das haben wir hier. So, und jetzt brauchen wir die Leitwerte. Hier vorne brauchen wir die ganzen Leitwerte. Und das kann ich aus dem Widerstand sagen. Das ist ja zum Beispiel R0 ist ja 1 durch G0. Weil ich hier nur die Leitwerte hinschreiben darf. Also das nur so am Rande. Das kann man auch vorher schon einfach alle Widerstände umwandeln in Leitwerte, wie man es mag. Gut, so, jetzt brauche ich hier auf der Hauptdiagonale, jetzt geht es um die Hauptdiagonale, das sind diese drei Elemente. Da brauche ich die Summe der Leitwerte, die mit dem Knoten X verbunden sind. Oder verbunden ist. Also, Summe der Leitwerte, die mit Knoten X. Hier steht ja, das ist ja 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1 bedeutet erste Zeile, erste Spalte. Da haben wir 1, 1, also erster Knoten. Wer ist verbunden damit? R1 ist verbunden und R0 ist verbunden. Das bedeutet, als Leitwert geschrieben, ist 1 durch R0 plus 1 durch R1. So, dann hier, zweiter Knoten. Da ist es R1, R2, R3, also aber hier R1 plus plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Und hier unten 3, 3, also bedeutet dritter Knoten, das ist R3 und R4. 1 durch R3 plus 1 durch R4. So, das haben wir jetzt so, jetzt ist die Hauptdiagonale. Das ist jetzt der erste Schritt, jetzt kommt der zweite Schritt. Zweiter Schritt ist negativer Leitwert zwischen X und Y. Also das hier ist ja zweite Zeile, erste Spalte, ist ja 2, 1. Das bedeutet zwischen 2 und 1 ist Widerstand, also Leitwert 1 durch R1 und zwar Minus. So, dann hier, das ist 3, 1.
3, 1, dritte Zeile, erste Spalte, zwischen 3 und 1. Und da sieht man schon, aha, das ist jetzt keine direkte Verbindung, weil da ist ein bisschen was dazwischen. Also, wenn es keinen direkten Widerstand bzw. Leitwerk gibt, macht man hier die 0 rein. So, dann hier, das ist 3, 2. Zwischen 3 und 2 ist Widerstand R3, also 1 durch R3. Und zwar negativ, dann hat man den Leitwert. So, und jetzt kann man das Ganze spiegeln, weil es ist eine axonsymmetrische Matrix, also minus 1 durch R3. Hier habe ich die 0 und hier habe ich minus 1 durch R1. Also hier so gespiegelt an der Hauptdiagonale. So, jetzt kommen hier noch die Ströme. Wie sieht es jetzt hier mit den Strömen aus? Und da muss ich jetzt sagen, okay, hier habe ich den Strom, der in den ersten Knoten hineinfließt, in den zweiten Knoten hineinfließt und in den dritten Knoten hineinfließt. In den ersten Knoten fließt Stromquelle I1 hinein. Also I1. In den zweiten Knoten fließt keiner hinein, in den dritten Knoten fließt mein I2 hinein, also I2. Und das ist hier meine Matrix, so wie ich die aufstellen kann. Wie schon gesagt, ich habe es gesehen mit den Widerständen, gleich zu Beginn am besten die Widerstände umwandeln in Leitwerte. Gut, dann haben wir das. So seht ihr die Matrix auf. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr hier bei Zahlenbeispielen diese Matrix in den Taschenrechner eingibt und somit eine Lösung herausbekommt. Also bis gleich.